Salut, wir sind heute Rita Ma et ich vom Treffen. Das Treffen von einer Doktorandin, de Carole Werner, und von Eric Kaya-Guerrier, Musikant und Sänger. Wo die zwei sich getroffen haben, sie sich eine gemeinsame Liedschaft von tollen Texten entdeckt. Texte, die sie vor ein paar Wochen musikalisch veröffentlicht haben. Wir reden erst davon. Judas, die Magd und der Mann. Isot und Tristan. Den Trank getrunken beide. Da war auch der Welt der Unmorse da. Minne, aller Herzen Lagerin. Und schlägt sich beiden Herzen ihn. Wo die zwei sich getroffen haben, sie gleich sympathisiert. Eine Doktorandin in Germanistik und eine Musikant. Zwei Liebhaber vom Mittelalter und von demolisch Sprach. Es ist ganz neu für mich, weil ich mache Chanson française. Manchmal in Elsässisch, aber besonders in Französisch. 3, 5, 7, arrive la tempête. Und es sind Lieder, wie ich das mache. Da haben wir etwas Spezielles gemacht. Ein Projekt, in dem sie alte Texte von elsässischen Gedichten und Minnesängern wieder ins Licht bringen. Der Elst stammt vom 9. Jahrhundert. Dass die Franken sind gute Degener. Auch Gotte. Ich nenne sie alle. Der erste Text, der ist vom Ottfried von Wiesenburi. Der Ottfried ist Mönch geworden in Wiesenburi und der hat also gedacht, dass man Gott nicht nur auf Griechisch oder auf Latinisch loben kann, aber auch auf Fränkisch, also in seiner Sprache, Selsassische von Salomos. Eine Sprache, die von unserem sehr selten beherrscht wird. Für Carole ist es aber überhaupt kein Problem. Sie hat sie während ihrem Studium mit viel Pläsier gelehrt. Jetzt ruf aus der Herze meines ein Wort. Gutes ich sage, ich werch minift mit Kuninge Zunge. Minif ist ein Rauch. Skriebenes, schnelliges Skriben ist Kone. Als ich im dritten Jahr gewandt bin, habe ich in Heidelberg studiert. Und dort müssen alle Studenten, die Germanistik studieren, Medievistik-Kurs besuchen. Das heißt Medievistik, das heißt mittelalterliche Literatur und mittelalterliche Linguistik. Und Salomos habe ich gedacht, Jesus Gott, Deutsch ist im Mittelalter, was gibt dann das? Und eigentlich mit dem Elsässischen bin ich perfekt durchgekommen. Und manche Wörter sind überhaupt nicht dasselbe, aber das große Teil vom Elsässischen gleicht Arisch. Wenn Derik Elsässisch redet, versteht das alte Hochdeutsche nicht. Eine Sprache und eine Geschichte, die ihn aber seit jeher fasziniert, er, der sich an Religion und Philosophie interessiert. Wir haben uns Elsass gern. Und wir haben das ganze alte Geschichte finden wir sehr interessant, weil es ist auch eine Geschichte von Europa. Es ist nicht nur ein kleines Gesehen vom Elsass. Es ist die Elsass-Sache ist eine Europasache. Kinder, das Evangelium, das was vor, sagt, dass eine Frau verloren sollte haben, einen Pfennig. Die Texte versteht man nicht. Also müssen wir die Stimmung von den Texten hören und finden. Den Vortanz hat man mir gelernt. Die sechs Texte, die sie musikalisch veröffentlicht haben, sind zwischen dem 9. und dem 16. Jahrhundert geschrieben worden. Einer davon ist ein Auszug vom Norrenschiff von Sebastian Brunt. Ohne Ursache ist das nicht getan. Auf mein Libri, ich mich verlassen. Er hat enorme Sozial- und Gesellschafts- Satire geschrieben und es ist ein richtiger Bestseller geworden, Salomos. Bis ins 18. Jahrhundert ist noch ein Schiff ein Bestseller geworden. Es ist ins Latinische übersetzt worden, ins Französische, ins Dänische. Schriften, die zum Teil heute in unsere verrückte Welt noch aktuell sind. Den Vortanz. Sie sind auf Internet. Zähntige. Ein Unnutz. Viel beiger Hahn, die ich nicht lese. Platz jetzt an unserer Frage oder Fresh mit dem Joseph Gonzer, ein Metzger, der bis sich auch viel Fee hat und wo doch Donner Peer ganz gerne hat.
Ich bin der Sepp vom Memferschen. Also ich bin Metzger vom Beruf. Und ich habe gerne unsere Rose. Ich habe gerne meine Hase. Was ist du für Esser? Ich habe auch den. Was machst du mit ihnen? Konkur. Und mit den Hähnen? Konkur. Das ist mein Ding. He. Wie heißen deine Rösser? Also einer heißt Charmant, der andere heißt Dahlia, der andere heißt Goldwina und der Hengst der Chita. Wie bist du da drauf gekommen? Mein Großvater. Ah, voilà. Hat er auch viel gehabt? Ja. Hast du einen Hofnamen im Einfachschen? Ja, Sion Becker. Was heißt das? Du freust mich jetzt. Bist du frach oder frech? Ich bin frach. Mit wem? Mit den Leuten, wie frach sind mit mir. Natürlich. Fleurst du alles mit ihnen? Nein. Hast du geschimpft Wort? Kritze Sakrament. Das Elsass wird nicht das Elsass ohne? Ohne unsere Kirche und unsere Sigoni und das ganze Dings. Glaubst du an Gott? Ja. Was hast du gern? Quatschen gehören, Mirabellen gehören, Kirschen gehören. Mit viel Guss? Ja. Chaussette in der Klackette, was denkst du davon? Wenn einer jetzt Chaussette gar ohne hätte in der Klackette, hätte er sich ohne. Ajo. Willst du noch etwas sagen, Sepp? Die Eltern sollten in der King selbstsätzliche Lehre.